Viele von euch kennen und nutzen sicherlich das Redmi Note 5 und wir unboxen heute in Nachfolge das Redmi Note 6 Pro. Ich weiß, die Verpackung ist jetzt nicht so spannend, aber man sieht, das kommt aus dem gleichen Haus. Das ist fast exakt das gleiche Smartphone. Also hier Redmi Note 5, Note 6 auch hier in der Global Version direkt ausgeliefert. Das heißt, man muss diesmal glücklicherweise nicht warten oder lange warten, bis hier eine Global Version erscheint. Nein, Xiaomi haut die direkt zum Start raus. Das heißt direkt deutsches Betriebssystem, den Play Store und das LTE Band 20, alles mit dabei und hoffentlich auch ein EU-Stecker, das gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hier auf der Rückseite sehen wir direkt schon ein paar Fakten. Das ist neu, 20 Megapixel Selfie und noch eine zweite 2 Megapixel Selfie Kamera. Das ist so mit neben dem Display die größte Veränderung vom Note 5 zum Note 6 jetzt. Dann hier genau wieder auf der Rückseite 12 Megapixel und 5 Megapixel, das kennen wir schon. Dann genau das Display, das ist größer geworden, 6,26 Zoll, wieder mit einer Full HD Plus Auflösung und diesmal mit Notch, das werden wir gleich sehen. Und das ist geblieben, das wird sicherlich viele freuen und freut auch mich. 4000 mAh Akku weiterhin vorhanden. Und wir haben jetzt hier die 3 GB RAM und 32 GB Massenspeicherversion. Es gibt auch eine größere Version mit 4 GB, 64 GB. Die kostet ein bisschen mehr. Hier jetzt aber die kleine zum Unboxen. So, genug gelabert. Kommen wir mal zum Eingemachten. Geschafft. Das ist sehr schwierig. Ja, das Handy. Und wie das die Profis machen, legt man das Handy erstmal auf Seite. Das ist ja überhaupt nicht spannend. Wir gucken uns erstmal an, was sonst noch in der Box ist. Ein bisschen anders sieht es aus, aber sonst hier auch wieder ein SIM-Tool. Das soll uns nicht weiter interessieren. Dann ein User-Guide auf Englisch, nicht auf Deutsch, aber immer auf Englisch. Ein Case, das war beim letzten Mal noch, noch durchsichtiger und nicht so schwarz und so nur so leicht durchsichtig. Ein Silikoncase wieder mit in der Box, nette Dreingabe. Dann hier wieder ein Ladeadapter, wieder mit 5 Volt, 2 Ampere, aber EU-Stecker. Also nicht super Quick Charge. Da empfiehlt es sich dann, wenn man wirklich den schnellen Ladevorgang haben will, noch in einen Quick Charge 3.0 Ladeadapter zu investieren. Und hier ein weißes Micro-USB-Kabel. Ja, leider wieder Micro-USB. Da hätte ich und sicherlich auch viele von euch mir ein Upgrade gewünscht auf USB-C. Aber Xiaomi liefert hier weiter nur Micro-USB hier auf der Unterseite. So, dann erstmal hier den Sticker hinten ab. Da kriegen wir auch direkt den Hinweis, dass es ein Dual-SIM-Handy ist. Das kann ich euch auch direkt mal mit dem mitgelieferten Tool zeigen. Das heißt, wir sollten hier wieder einen Dual-SIM-Slot finden oder besser gesagt einen Hybrid-SIM-Slot. Nämlich müsst ihr euch hier entscheiden, entweder zwei SIM-Karten oder Speichererweiterung, also zwei SIM-Karten oder Micro-SD-Karte. Ja, hier also wieder ein Hybrid-Slot am Start. Bei 32 GB, bei der Version, die wir jetzt hier haben, empfiehlt es sich da sicherlich, die Speicherkarte reinzulegen. Dann noch den anderen Sticker auch ab. Oh, das war jetzt nicht so langsam. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Das ist natürlich das Schönste. Und wir starten das Ganze mal, damit man, wenn das Display auch an ist, das vielleicht noch ein bisschen besser erkennen kann. Hier oben haben wir eine Notch. Und das ist auf jeden Fall die größte Änderung, die wir hier jetzt finden können. Nämlich einmal ist das Display ein bisschen größer geworden. Die Screen-to-Body-Ratio ist ein bisschen besser geworden. Das heißt, ihr kriegt in einem sehr, sehr gleich großen Gehäuse, also nicht komplett gleich groß, aber sehr, sehr ähnlichen Gehäuse, kriegt ihr ein bisschen mehr Display. Und das kann ich jetzt auch direkt mal zeigen. Hier steht jetzt, ist jetzt noch MIUI 9 vorinstalliert. Beim Redmi Note 5 haben wir jetzt schon MIUI 10, das Update bekommen gerade. Genau, aber das wird hier sicherlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Xiaomi ist ja da immer recht fix, was das angeht. Loggen wir uns mal schnell ein. Also hier direkt mal die Sprache auswählen und wir sehen direkt, da sind ganz viele Sprachen vorhanden. Das ist das Schöne an der Global Version. Und wir nehmen natürlich Deutsch und der Ton funktioniert auch. Land auswählen, da sind wir natürlich auch in Deutschland. Das ist hier immer ein bisschen komisch angeordnet. Da, Deutschland.
Netzverbindung, WLAN-Passwort. Sollen wir uns überhaupt anmelden? Nein, wir überspringen das einfach mal. Fingerabdrucksensor, das können wir ja direkt schon mal einrichten. Und der Fingerabdrucksensor, der befindet sich hier wieder auf der Rückseite. Wir haben jetzt hier, wie ihr natürlich sehen könnt, die schwarze Version. Es gibt auch noch wieder Gold, Blau soll es, glaube ich, auch geben. Eine rote Version, eine rosane Version und halt die schwarze. Also da ist genug Farbauswahl für jeden vorhanden. Und man richtet ihn jetzt ganz einfach hier ein, so wie man das von Xiaomi gewohnt ist. Das geht recht fix und dann ist man auch schon fertig. So, wir sind hier im System. Ich will aber trotzdem mal kurz WLAN einrichten, weil ich will wissen, ob wir vielleicht auch direkt ein Update erhalten können. So, wir sind jetzt fertig mit dem Einrichten und ich habe auch gerade direkt schon mal uns dann doch mit dem WLAN verbunden, um mal zu testen, ob vielleicht schon ein Update vorhanden ist. Aber hier wird mir angezeigt, dass MIUI 9.6 die aktuellste Version ist, also sprich noch kein MIUI 10. Aber ich denke, da wird Xiaomi nicht allzu lange auf sich warten lassen. Android 8.1 läuft dann dementsprechend hier noch drunter. Aber das ist ja bei keinem Maßstab alt. Das ist einfach nur noch nicht Android 9, aber das wird sicherlich bald kommen. Dann machen wir kurz die Helligkeit hoch und dann seht ihr auch hier die Notch. Also wir haben hier eine recht große Notch auch. Da muss natürlich auch einiges reinpassen. Also wir haben hier dann den Lautsprecher bzw. die Ohrmuschel und die zwei Frontkameras. Wie gesagt, das sind 20 Megapixel und 2 Megapixel. Ob das jetzt einen riesigen Unterschied macht zu der einzelnen 13-Megapixel-Linse, die wir beim Vorgänger haben, beim Note 5, wage ich zu bezweifeln, gerade weil die zweite Linse nur 2 Megapixel hat. Das wird dann wahrscheinlich für den Porträtmodus eingesetzt werden. Das heißt, die Porträt-Selfies können dann etwas besser aussehen. Vielleicht ist da die Kantenerkennung etwas fortgeschrittener. Aber den riesigen Sprung kann ich mir jetzt da noch nicht so wirklich vorstellen. Ich habe jetzt gerade noch in der Kamera-App einen kleinen Unterschied entdeckt. Also die Hauptkameras auf der Rückseite ist die gleiche Hardware, aber es gibt hier einen AI-Modus in der Software, die AI-Kamera. Das soll dann wieder Szenen erkennen, also sprich Pflanzen erkennen, Essen erkennen und dann dementsprechend die Einstellungen optimieren, sodass das Foto möglichst gut aussieht. In der Vergangenheit waren diese AI-Modi eher so, naja, also wirklich gut geholfen haben sie bei noch keinem Smartphone, was wir so wirklich getestet haben. Muss man sehen, ob es hier beim Note 6 jetzt wirklich einen Unterschied macht oder ob der AI-Modus dann nur eine Spielerei ist. AI ist ja gerade ein beliebtes Buzzword, so dass man einfach überall mal reinhauen kann. Genau, sonst von hinten können wir direkt mal die beiden vergleichen. Also wir haben hier auch wieder in der Mitte Metall und oben und unten ist es wieder Kunststoff, damit auch der Empfang ein bisschen besser ist. Und sonst ja von hinten eigentlich kaum zu unterscheiden, die beiden Geräte. Wir haben hier nur, das hier ist ein bisschen abgerundet hier, dieser Rand, der Übergang von Metall zu Kunststoff, macht da so eine kleine Kurve, während es beim Note 5 noch gerade ist. Aber sonst muss man da schon sehr genau hinsehen, um da Unterschiede zu erkennen. Auch sonst ziemlich gleich aufgebaut, Dual-SIM-Slot hier auf der linken Seite. Auf der Unterseite dann der Micro-USB-Eingang zum Aufladen und ein Mono-Speaker. Das ist hier kein Stereo-Sound, sondern wieder nur Mono. Und beim Redmi 6, jetzt muss ich selber gucken, dass ich hier nicht, Note 6, dass ich nicht durcheinander komme, ist der Kopfhöreranschluss diesmal nach oben gewandert, aber er ist noch vorhanden, das ist das Wichtigste. Beim Note 5 war er nach unten, jetzt einfach oben, dann wisst ihr das jetzt auch. Und sonst hier Lautstärkewippe und normaler Power-Button. Wenn wir jetzt uns mal im Vergleich angucken, Fingerabdrucksensor, ja, schnell wie eh und je. Also das, um das mal Julian hier zu zeigen, funktioniert schnell wie immer. Hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Ich habe ja schon gesagt, die Frontkamera ist ein kleinerer Unterschied und sonst halt das Display. Wir haben einmal hier jetzt 6,26 Zoll, vorher 5,99 Zoll, also ein bisschen größeres Display, aber die Maße sind fast identisch geblieben. Das heißt, wenn man sich das jetzt hier mal von der Seite anguckt, also in der Höhe haben wir hier so gut wie gar keinen Unterschied, auch in der Dicke nicht und auch in der Breite macht das eigentlich gar keinen Unterschied. Das heißt, man kriegt hier einfach ein bisschen mehr Display in einem Gehäuse, was
essentiell gleich groß geblieben ist. Aber muss natürlich mit der Notch leben, das möchten viele ja nicht unbedingt. Weitere Unterschiede sucht man hier vergebens, das heißt, wie ich schon zu Anfang erwähnt habe, der Akku ist gleich groß geblieben, der Prozessor ist der gleiche, Speicherkonfigurationen sind auch gleich geblieben, ob dann noch eine noch mal größere Version mit 6 GB RAM nachgereicht wird, wie es beim Note 5 der Fall war, das müssen wir sehen, aber es gibt auch zwei Konfigurationen bisher. Wo sich aktuell noch unterscheiden, ist der Preis. Das Note 6 Pro, warum jetzt hier noch das Pro angehangen wurde, keine Ahnung. Das ist aktuell natürlich noch ein bisschen teurer, da es halt das etwas neue Gerät ist und wird auf lange Sicht dann auch das Note 5 ablösen. Also ich denke mal, das wird nach und nach aus den Shops verschwinden oder vielleicht dann einfach noch ein bisschen teurer werden, weil ja, Xiaomi jetzt halt das Note 6 am Start hat und das dann pushen wird. Das heißt, wenn ihr noch ein Note 5 abgreifen wollt, zu aktuell noch sehr guten Preisen, 150 Euro muss man hier nur auf den Tisch legen und ohne Notch auskommen wollt, dann ist jetzt wahrscheinlich noch die beste Zeit. Ob man die 7 Megapixel bei der Frontkamera und die extra Frontkamera dann wirklich merken wird und ob hier der AI-Modus bei der Hauptkamera noch mehr rausholen kann, das muss dann der volle Test zeigen. An den werde ich mich jetzt direkt setzen. Und auch dann werde ich auch mal sehen, wie sehr mich die Notch hier oben stört oder wie sehr sie eben nicht stört. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, zu welchem Handy ihr persönlich greifen würdet. Eher zum Note 5 habt ihr es vielleicht sogar zu Hause oder dann doch zum neuen Note 6 Pro, weil man hier eben noch ein bisschen mehr Display in einem essentiell gleich großen Gehäuse bekommt. Da unten könnt ihr dann auch direkt den Kanal abonnieren, damit ihr dann auch die volle Review sehen könnt. Und ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Hier geht's direkt zum nächsten Video. Bis dahin, ciao.